der die hybride Erbgang beschreibt, wie zwei verschiedene Merkmale gleichzeitig vererbt werden. Wir untersuchen, wie das funktioniert. Dafür wählen wir die zwei Merkmale Fellfarbe mit den Ausprägungen Schwarz und Weiß sowie die Länge der Haare, Kurz und Angora. Das führt zu den vier verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten hier. Oben befindet sich die Eltern- oder Parentalgeneration, abgekürzt P. Beide Individuen sind homozygot für die Merkmale Haarfarbe und Haarlänge. Das Tier links hat kurze Haare und ist weiß. Das Kaninchen rechts hat ein Angorafell und ist schwarz. Die Elterntiere bilden jeweils nur einen einzigen Typ von Gameten. In der ersten Folgegeneration oder Filialgeneration sind alle Tiere heterozygot. Damit lässt sich festlegen, wie sich die Allele zueinander verhalten. Kurze Haare sind dominant, Angora ist rezessiv und die Farbe Schwarz dominiert gegenüber dem rezessiven Merkmal Weiß. In ihrer Erscheinung sind alle Tiere gleich. Damit gilt die Uniformitätsregel oder erste Mendelsche Regel auch für die hybride Erbgänge. Werden zwei Individuen gekreuzt, die sich in zwei Merkmalen unterscheiden, dann sind alle Nachkommen in der Folgegeneration gleich, bezogen auf die untersuchten Merkmale. Jedes Tier in der F1-Generation bildet vier verschiedene Gameten. Werden zwei dieser Tiere gekreuzt, ergibt das für die Allele 4 mal 4, insgesamt 16 Kombinationsmöglichkeiten. Daraus lassen sich drei Schlussfolgerungen ziehen. Die Spaltungsregel oder zweite Mendelsche Regel gilt auch für die hybride Erbgänge. Kreuzt man die Individuen der ersten Filialgeneration miteinander, ist die F2-Generation nicht mehr uniform für das untersuchte Merkmal, sondern spaltet sich in bestimmten Zahlenverhältnissen auf. Bei zwei dominant rezessiv vererbten Merkmalen wie hier beträgt das Verhältnis der Phänotypen 9 zu 3 zu 3 zu 1. Die zweite Schlussfolgerung lautet, in der F2-Generation treten Merkmalskombinationen auf, die in den vorangegangenen beiden Generationen noch nicht existierten. Hier ist es die neue Kombination weiße Tiere mit einem Angorafell. Die letzte Schlussfolgerung führt zur Unabhängigkeitsregel oder dritten Mendelschen Regel. Sie besagt, die einzelnen Erbanlagen wie Fellfarbe oder Haarlänge sind frei kombinierbar. Damit ist gemeint, dass die Gene unabhängig voneinander vererbt und auf die Nachkommen verteilt werden.